Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde hier von South Park, The Fractured But Whole. Und wir sind hier, ich glaube wirklich, der hat es nicht so ganz gespeichert, meine Freunde. Wir haben uns alles hier angehört, wir haben wirklich alles gemacht und wir waren wirklich hier schon. Da sind sie, wo ist das Mädchen? Wir haben das, glaube ich, schon gemacht. Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, sieht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Grissini. Und genau hier waren wir ja. Stimmt, genau. Genau, meine Freunde, hier waren wir wirklich. Also, wir sind hier genau gestrandet. Wie? So gesehen, wir sind jetzt genau wie vor dem Speicherstand. Wir sind vor dem vor der Pause, so gesehen. Ich sag mal so, wir müssen zur Höllenbrut. Hey, unsere Kunde können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Die Typen sehen gefährlich aus, Heidi. Antonio, mach die Pasta. Was war das? Fuck! Shit! Mal schauen, was Cartman so drauf hat. Wer weiß, wer weiß. Einer brennt auf jeden Fall, das ist mal gut. Sehr gut. Ich mache eine richtig saftige Bratschor. Matt, du kannst den Zeitfurzglitch nutzen, um die Runde des Gegners zu überspringen. Aufgepasst, Neuer. Das wird richtig sexy. Das geht alles von meiner auf der Arbeitssaufzeit ab. Okay, was? Auf der Arbeitssaufzeit? Das gibt's nicht. Ich glaub, dich kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Ich zeig euch gleich, warum Kinder hier nichts zu suchen haben. Sag Bescheid, wenn du genug hast. Ich nicht. Wir haben überhaupt keine Chance. Na, überhaupt keine, würde ich jetzt nicht sagen. Und somit. Man nennt mich auch den Pfannenschänder. Den Pfannenwender, den Pfannenschänder und. Wir sind heute hier. Gleich seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keinen Sinn. Und Power! Bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Ach. Hier geht's gleich heiß her! So, geschützt, natürlich klar. Und mein Gott, wir haben Laseraugen. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Ich schicke dich im Pizzakarton heim zu Mama. Chin Chin, alla vita. Okay. Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Und der Rest versucht nicht zu sterben. Könnte brennen. Wenn ich noch kriege, was ab! Ihr müsst alles spülen! Doch, das geht offenbar. Es gibt sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu verstauen. Willst du noch ein Creme Fraiche-Bukake dazu? Oh, Creme Fraiche! Oh, cool. Der ist jetzt natürlich down, muss man sagen. Ein weiterer ist gestorben. Oh, shit. Ah. Das sollte dein Kollagen zerlegen. Ich stürme ungern bei der Pizza-Party. Aber wir haben Probleme. Mache das nochmal, denn ich dich mache platt wie eine... Bratwurst. Komm nochmal, also er kann sonst teilen, der Herr. Gleich bist du nur noch eine weitere Fleck auf meine Schürze. Vino, rette Leben. Ja, wir eilen wie eh und je. Ich werde euch Gerechtigkeit lehren. Was? Wir machen nur die Pasta und die Scaloppini? Nee, ich will. Ja, das ist ein guter Bluter. Und hat's geblutet. Natürlich klar, wir sind. Ich
messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Oh Gott, Arschloch hat dich gefickt. Diabetes-Time! Arschloch hat dich gefickt. Sehr gute Wortwahl. Sehr gute Wortwahl. Und wir... Wird Diabetes nie geheilt. Oh. Bereit zum Abflug! Zieht mich an, Leute! Ich bin heiß! Brennen und blutend. Wow, hier unten und wir. Aus dir, ich mache Hackfleisch für Cannelloni. Ah, nee, der schon wieder. Heilende Wirkung. Oh, mia Mama, ich mich fühle wie. Davon kriege ich wieder Itzepicker. Ich dipp meine Eier in deine Soße. Nein, nicht mein Ragout. Doch, dein Ragout. Ja. Shit, der Küchenchef ist tot. Jetzt bin ich Küchenchef. Und? Na komm. Kack drauf. Wir heilen uns selbst. Das nennt man Weichklopf. Ich hab A geklickt. Ja, gut. Ich bin dran. Der hat Nerven. Ich glaube, der Zuckerschock hat ein paar Probleme verursacht. Nämlich, er ist, ich glaube, I und J. Na, schau mal an. Boah, Laser. Laser. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich auch, mein Freund. Na, das kann man nicht herstellen. Irgendwie kann ich das nicht machen. Aber gut, wir sind durch, Freunde. Wir haben gegen die Kirchenmannschaft gewonnen. Einfach mal so. Okay, einfach mal so ist nicht übertrieben gesagt. Wir haben zweimal das Zeug übersprungen. Aber wir sind auf jeden Fall in besser guter Ordnung. Ah, 15 Zeit für jetzt. Waren Kuhn und Friends nicht gewachsen. Ja, das kann man so sagen. Sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich kein Insulin dabei habe. Vielleicht könnte mein Zuckerzorn irgendwie triggern. Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften umwerfen, aber ohne mein Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Wir müssen den Kühlschrank irgendwie ohne Apfelsaft umschmeißen. Gibt's nix? Ich bin so ein sanftmütiger Superheld, dass es fast unmöglich ist, mich zu blinder Wut zu treiben. Es sei denn... Moment, ich hab's! Deine Fürze! Deine grauenhaften Fürze bringen mich zu Weißglut! Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zur Classy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit. Und Kuhn and Friends, musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. So schüchtern. Nutze L, um analysieren. Okay, kannst du ihn raushauen? Es hat geklappt! Wir haben's geschafft! Der Weg ist frei! Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gerne ins Gesicht furzen. Verbündete Kraft, Diabeteszorn ohne Diabetes, also ohne Zucker. Das ist irgendwie grauenhaft. Oh, jetzt kommen wir auch hier ran. Cool. Allem ausräumen, was geht, ne? Also wir sind ja hier im Ausräumkommando schlechthin. Wir haben alles ausgefummelt, ausgeräumt, was geht. Hier hinten natürlich noch ein bisschen, ich sag mal so, haben noch ein paar Sachen hier rumfliegen und ja, ich glaube, es war mal so. Jo, dann gehen wir durch die Tür. Heiliger Pimpam, was ist das? Oh Mann, das müssen wir den anderen berichten. Kuhn! Ja,
Kettendiabetes? Wir haben vermisste Katzen gefunden, einen ganzen Haufen. Alter, habt ihr Scrambles? Negativ. Keine davon ist alt und fett. Und was ist mit der Lady? Wir sind ja auf den Fersen. Wir müssen rausfinden, was sie weiß. Los! Und der Fettklops hat einfach... Und der Fettklops ist einfach ein bisschen rum. Na gut, nur kurz, irgendwo müssen wir noch hier... Ach so, weil ich kann ja nicht mehr. Naja. So. Gibt's hier irgendwas zu holen? Hey, buddy. Wir sehen unser Inventar nicht, das ist ein bisschen doof. Naja. Weiter geht die Fahrt. Nicht, was hinter dieser Tür auf uns lauert. Da ist jemand drin. Mach dich bereit. 1, 2. Diabetes! Ich hab dir doch gesagt, die Bullen sind hinter mir her. Und dann führst du sie zu mir, du dumme Schlampe? Wen nennst du hier eine dumme Schlampe? Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Das Spiel ist aus, Claffy. Die Kids sind Bullen? Das ist kein Cop. Das ist Captain Diabetes. Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat er Diabetes, mit dem er gegen das Böse kämpft. So kriegt man aber nicht Diabetes. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abknallen. Und die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatsch-Wichser nicht vertrauen kann. Leb wohl, Captain Diabetes. Was bringt dir dein Diabetes jetzt, hä? Oh. Ah! Was zu? Ich will meinen Schlüssel! Ich hab deinen Schlüssel nicht, Alter. Ah! Ah! Der ist dicht vom Rotwein. Rotweinsuff ist der übelste Suff, den es gibt. Fuck, lass uns abdampfen. Na gut, Captain Diabetes. Endstation. Gib mir meinen Kackschlüssel. So lasse ich sie niemals ans Steuer. Dann stirb. Red Wine Drunk, Randy. Bisschen komisch, aber na gut. Das hat doch keinen Sinn, Mr. Marsh. Ich rufe Ihre Frau an. Halt, Sharon, da raus, du kleiner Penner. Das ist nicht fair. Arschzeitreise hin oder her. Man darf andere nicht einfach überspringen. Jetzt endet der Rest deines Lebens. Und bumm. Ich fühle keinen Schmerz. Das ist wohl wahr. 304. Ach du Scheiße. Mit ihm kann ich glaube ich nichts machen, ne? Mit ihm hier kann man nichts mehr machen, ne? Also es ist wirklich, guck links, rechts. Warte, ich bin auch Diabetiker, also bitte hau mich nicht. Captain Diabetes macht keine Ausnahme für Schurken mit Diabetes. Ja! Oh shit, das hat sicher wehgetan. Wow. Fühlt den Zorn von Humankind. Alter, streng dich mal ein bisschen an. Hat nur die Hälfte schon runter. Also ich glaube... Nachricht von Sharon. Kann ich schreiben? Wieso kann ich nicht schreiben? Warum sind meine Daumen so groß? Hey Siri, sag meiner Frau, sie soll die Fresse halten. Ich kämpfe gerade. Kacke, Emo. Oh, shit. Randy ist dreimal vorhanden, oder was? Wie jetzt? Wir drehen
dreht voll am Rad. Randy kann dreimal? Aha, geile Moves, gefällt Classy. Irgendwie verdammt strange das Ganze. Lass dich nicht so vermöbeln, duck dich mal oder so. Und nun der ultimative Sound. Oh shit, ich hab dann mal gleich runter. Och, geht so. So, Power geht zu mir. Ich bin ein bisschen still gewesen. Hat aber ein bisschen andere Gründe, denn ich habe ein bisschen. Wer von euch Wichsern hat Sharon gesagt, dass ich hier bin? Sekunde. Komm, weil nach. Na gut. Herzchen. Und meine Freunde, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Viel Spaß.